Was ist das denn? Was zum Teufel? Willkommen zurück, meine lieben Freunde, und nochmal willkommen zu dem nächsten Part von Far Out hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und vielen Dank, dass das Projekt immer noch so gut am Laufen ist, beziehungsweise immer noch so gut bei euch ankommt. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt diesen Part wieder ein kleines Stück weiterkommen. Das letzte Mal ist ja etwas nicht so Angenehmes dort hinten passiert, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Da ist ja irgendein Monster oder irgendein... Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Ein Dämon, ein Monster, ein Mutant oder irgendein Alien ist ja auf uns zugekrochen. Und ja, ich glaube, also beziehungsweise ich würde das eher fast schon auf die Überdosis Medikamenten zurückführen, die wir ja konsumiert haben, als dass das Vieh hier wirklich an Bord ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich kann das mir irgendwie nicht vorstellen. Klar, der Captain ist verschwunden, das haben wir ja gesehen. Dem seine Schlafkajüte ist ja leer, den seine Schlafkammer. Und wir haben ja auch bei den Rettungskapseln haben wir ja diesen blutigen Händeabdruck gesehen. Also glaube ich zumindest, dass der eher das Weite gesucht hat, anstatt dass der irgendwie so mutiert ist zu diesem Vieh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will es auch irgendwie gar nicht genau herausfinden. Aber ich denke mal, dass wir das früher oder später herausfinden werden. So, jetzt hat mich noch eine Zuschauerin... Oder ein Zuschauer. Ich glaube, eine Zuschauerin hat mich unter dem dritten Part, glaube ich, noch angeschrieben, dass... dass das Spiel für sie so geendet hat, dass sie einfach ein paar Befehle im Computer eingegeben hat. Und meines Erachtens her hat das Spiel mehrere Enden, glaube ich. Also man kann das Spiel auf mehrere Enden, auf mehrere Weisen beenden. Man kann ja auch zum Beispiel in die Rettungskapsel einfach einsteigen und dann fliegt man raus und dann kommen die Credits und das Spiel ist zu Ende. Kann man machen. Bei ihr war das so gewesen, wie gesagt, sie hat, glaube ich, geschrieben gehabt, dass sie einfach Sachen in Computer eingegeben hat und, genau, hat das so ein bisschen gehackt und dadurch ist bei ihr dann das Spiel fertig geworden. Und ich möchte aber unbedingt mit dem kleinen Raumschiff, was sich in der, im Hangar befindet, würde ich gerne entkommen. Das kann man auch. Die Frage ist natürlich nur wie. Ich habe nämlich, es gibt ja eigentlich so gut wie überhaupt kein Gameplay zu diesem Spiel. Nur sehr, sehr, sehr wenige. Und die wenigsten sind auch wirklich bis zum Ende durchgekommen. Oder haben bis dahin halt auch abgebrochen. Es gibt halt noch ein paar von so ein paar Russen. Verstehen natürlich kein Wort. Und selbst mit Untertitel tut das so bruchmäßig übersetzen, dass ich das überhaupt nicht lesen kann. Und die sind aber auch nicht viel weitergekommen. Nur ein einziges Video habe ich bis jetzt gefunden, wo einer das Ende zeigt mit dem Raumschiff, also auch wirklich nur das Ende, nicht wie er bis dahin gekommen ist. Und der hat dann irgend so eine Fernbedienung, kann damit das Raumschiff kurz hacken, kurz schließen und kann damit einsteigen und wegfliegen. Und das wollen wir erreichen. Und ich glaube, dass sich dieses Raum, dass sich diese Fernbedienung in der Schlafkajüte von dem letzten Crewmitglied befindet. Oh, wir haben fast keine Energie mehr. Genau, ich glaube, dass sich die Fernbedienung halt wirklich in der Kammer von diesem letzten Crewmitglied befindet, wo die ja noch nicht aufgeht, die Kammer. Von dem hier. Wo ja noch nicht der Code freigeschaltet worden ist. Nicht von den hier. Von, genau den hier. Von Phil. Und das müssen wir jetzt herausfinden irgendwie. Dafür möchte ich aber... Nochmal gucken, wie viel Energie wir noch haben. Wir haben noch 15,3% Energie. Und ich glaube, wir müssen wirklich einen Weg finden. Wir müssen wirklich einen Weg finden, wie wir da reinkommen. Ich möchte dafür aber erst gerne mal die Energie des Schiffes auf Maximum stellen, sonst laufen wir hier wieder nur in diesem komischen blauen Licht rum. So, Modus. Beziehungsweise ich lasse das jetzt erstmal so. An einer anderen Stelle noch, ich bin jetzt gerade extrem am überlegen, welche nächsten Spiele ich dann spielen soll. Und ja, ich habe schon 1, 2, 3 zur Auswahl, aber ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir mal ein paar gute Vorschläge, die ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare reinhauen würdet. Vielleicht, ich weiß es nicht, es sollten vielleicht schon irgendwie etwas neuere sein, weil, wow. Bin ich da eingeklemmt gewesen. Vielleicht schon ein bisschen etwas neuere sollten es sein. Ich habe keine Ahnung.
schreibt mir einfach mal was in die Kommentare rein. Ich gucke mir die Spiele an und wenn es gefällt, werde ich vielleicht mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 Parts davon machen. Je nachdem, wie es halt ankommt und genau, wie es mir halt auch gefällt, ne? Genau, hier ist die Kajüte, also die Schlafkammer von dem letzten Crewmitglied. Und da möchte ich halt auch wirklich gerne rein, weil das ist, glaube ich, auch der Ingenieur von dem Schiff. Und wenn einer so eine Fernbedienung hat, dann der. Weil in den Spinden von den anderen zwei, vom Captain und von der Emmy, haben wir ja gesehen, war leider nichts drin gewesen. Das war halt meine Hoffnung, dass da was drin war. Dem war aber nicht so. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir da reinkommen. Meine Idee ist noch, dass wir die Energie von dem Schiff komplett auf Null runterbringen. Und gucken, ob dann die Türen vielleicht auch aufgehen. Was auch noch dazu dafür spricht, dass das, dass es halt wirklich unterschiedliche Enden gibt, beziehungsweise dass das Spiel, dass der Spielverlauf auch unterschiedlich ist. Ist sicher mal, wir haben halt jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, dann kriegen wir neue Codes, das ist auf jeden Fall so. Und bei dem Zuschauer, wo mir die Kommentare kommentiert hat, bei ihm kam zum Beispiel überhaupt nicht dieser kleine Droide, der ja am Anfang bei uns da war, aber ich habe ja das Spiel nochmal neu gestartet, weil ja der Glitch war, und der ist ja jetzt auch nicht da. Also ich glaube, wie gesagt, die Spielverläufe sind immer noch ein bisschen unterschiedlich. Haben noch 12%. Ich habe eine Idee, wie wir noch ein bisschen die Energie vom Schiff künstlich runterballern können. Dafür muss ich einfach wieder nochmal eine Leitung überhitzen. Dann schlafen wir nochmal kurz 4 Minuten ein. Und genau. Dann ist die Energie meistens auch nochmal so um 6-7% unten. Das ist dann wirklich die letzte Hoffnung, die ich habe, dass wir weiterkommen. So, jetzt ist hier irgendwo eine Leitung. Da hinten. Sehr schön. Jetzt haben wir das gelöscht. Und eigentlich müsste jetzt die Energie noch ein bisschen weiter unten. Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Noch 12% haben wir. Also so weit ist jetzt auch nicht runtergegangen. Genau. Sonst nutzen wir doch die Zeit, bis die letzten paar Prozent unten sind, um uns ein klein wenig zu unterhalten. Wie ich schon gesagt habe. Wieso ist da noch eine Leitung explodiert? Oder wieso ist der Alarm jetzt aktiviert? Scheiße, wartet mal. Ich nehme mal den Feuerlöscher mit. Wo habe ich denn den hingeworfen? Hier. Ich glaube, da ist irgendwo noch eine Leitung explodiert. Ich frage mich, was auch passiert, wenn man die nicht löscht. Ob das ganze Raumschiff in die Luft fliegt oder... Ich habe da halt überhaupt keine Ahnung. Nee. Hä? Wieso ist denn der Alarm an? Hier ist aber auch nichts. Dann gehen wir mal in die Steuerkonsole und schalten den mal aus. Weil das Gebimmel nervt, ja. Ist ja aus. Vielleicht ist das ein kleiner Bug oder so. Das Spiel ist ja erst neu rausgekommen. Das ist nicht verschont von irgendwelchen Bugs natürlich am Anfang. 10,6%. Ja, ich müsste vielleicht den Alarm mal ausschalten. Unser Code ist 8867. Alarm. Schauen wir doch mal nach. Ne, jetzt haben wir ihn eher angeschaltet. Nochmal probieren. Modus. Oder ich habe eine andere Idee. Das funktioniert meistens auch. Wir gehen schnell aus dem Spiel raus, speichert ja ab. Und gehen dann nochmal rein. Genau, wie, was ich gesagt habe. Wo war ich denn geblieben? Genau, bei den Spielen, die ich spielen will. Ich weiß auch nicht wirklich, welche Art ich spielen will. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass mir jetzt die letzten zwei Spiele selber auch mega gut gefallen haben. Hat auch nicht, also hat schon ein bisschen auch was damit zu tun, dass sie natürlich extrem angekommen sind. Ich bin ja ehrlich, ich bin ja neu auf YouTube und ich mache die Videos ja nicht nur für mich selber. Also jemand, der YouTube macht und sagt, hey, ich mache die Videos nur für mich selber, da ist für mich nicht so viel Wahres dran, weil, tut mir leid, da kannst du auch die Videos machen und kannst du auf deinem eigenen Computer hochladen und dann da einfach angucken, ne? Ich mache die Videos ja auch wirklich ein bisschen auch für euch oder auch mit euch. Und deswegen sind mir da natürlich die Aufrufzahlen nicht komplett egal. Aber die letzten zwei Science-Fiction-Games, jetzt The Station und auch jetzt Far Out, haben mir halt wirklich gut gefallen. Und sowas in der Art finde ich halt schon wirklich geil. Und
Ich hatte dann auch schon an Alien Isolation natürlich gedacht gehabt, ist aber auch wiederum jetzt schon relativ alt, ne? Also, ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich auf Steam mal schauen, welche Games es dann noch dazu gibt. Also ähnliche Games wie die hier und mal gucken, ob da welche dabei sind. Aber wie gesagt, es wäre natürlich schön, wenn ihr mir ein paar Games mal in die Kommentare reinhaut. Und dann gucke ich mal drüber. 8867. Weil ich glaube, dass das Spiel jetzt auch nicht mehr wirklich lang geht. Wir haben ja nicht mehr 4%. Und danach läuft dann sonst wirklich nur Kingdom Come Deliverance auf meinem Kanal. Und ich würde schon gerne mindestens 2-3 Games auf meinem Kanal bringen. Eben um auch ein bisschen Abwechslung für die Leute zu bringen, weil die einen mögen das mehr und die anderen mögen das mehr. Und es ist natürlich scheiße, wenn ich nur das eine einzige Spiel spiele. Das hat nicht funktioniert. Ah doch, hat funktioniert. Schön. Okay. Ah, den Computer wollte ich gar nicht ausschalten. So. Gut. Also wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir was in die Kommentare reinhaut. Dann gucke ich mal da drüber. Und sonst werde ich mir halt, wenn nicht wirklich viel mehr was kommt, selber was aussuchen. Also schauen wir jetzt nochmal. Jetzt würde ich gern, genau, Ship. Und auf dem Display. Also ich wette mit euch, dass wir die, das ist ja die letzte Kammer hier und da sitzt der Typ drinne. Nur noch 9%. Ich wette mit euch, dass wir auch auf anderen Wegen da reinkommen können. Die in den Kommentaren hat mir zum Beispiel noch geschrieben gehabt, dass sie irgendwie die Steuerkonsole hier wahrscheinlich aufgekriegt hat und hat dann Elektronik daraus entnehmen können. Keine Ahnung, wie die das geschafft hat. Ich hab's nicht hingekriegt. Also, beziehungsweise ich krieg's nicht hin. Weil man kann nicht mehr als Gegenstände entweder hochnehmen, sowas hier, wenn halt diese Hand kommt da, aber ich kann halt nicht wirklich damit interagieren, ich kann das einfach hochheben. Ich kann auch nicht zum Beispiel jetzt hier auf den Knopf drücken oder sonst irgendwas, ich kann das einfach bewegen. Und das bringt mir natürlich nicht viel. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde jetzt trotzdem nochmal schnell runtergehen. Wir müssen hier die letzten paar Prozente jetzt noch runterhauen von der Energie. Das heißt, wir müssen hier Strom verschwenden, indem wir die Lichter hier alle nacheinander anschalten, wenn wir rumlaufen. Ja. Die Dialoge starten ja immer wieder neu, wenn man das Spiel neu startet. Ich will da drauf treten. Geht nicht. Also gut, was soll ich noch dazu sagen? Tja, ich weiß nicht. Genau, in Zukunft fände ich es vielleicht auch. Das habe ich mir für die Zukunft wirklich geplant gehabt. Also ich will ja YouTube jetzt nicht nur 1-2 Monate machen. Ich will das ja wirklich, will ja wirklich durchstarten damit, Livestreams vielleicht auch zu machen. Aber nicht auf Twitch, sondern erstmal wirklich nur auf YouTube. Aber ich denke, dass ich das mache, wenn ich noch ein paar mehr Zuschauer habe. Genau, dann würde sich das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr lohnen. Aber vorerst kommen wirklich erstmal nur Videos und, die Zeit halt kommt. Okay, da ist alles unlocked. Wie viel Prozent haben wir noch? 5%? Es bringt es also auf jeden Fall, die Lichter an- und auszuschalten. Machen wir das doch noch. Okay. Und nochmal an der Stelle, Leute, mega Dankeschön für diejenigen, die mir so tatkräftig unter die Arme greifen, ne? Mit Liken und Kommentieren und so. Weil, ja, es motiviert halt, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Und es macht natürlich schon, es macht einen Unterschied, ob ein Video nur 2 Aufrufe hat. Oder sagen wir 5 Aufrufe und 3 Aufrufe sind von mir. Und die von anderen 2 sind von Leuten, die vielleicht mal schnell zufällig draufgeklickt haben. Oder halt wirklich ein Video als, ich glaube, der erste Teil von Far Out, der geht jetzt auf die 400 Klicks zu. Wie gesagt, das finde ich natürlich mega geil. Und hätte ich auch nicht gedacht und Das bringt mich auch dazu, wirklich immer bessere Qualitäten in die Videos reinzustecken, vielleicht mehr lustige Cuts reinzumachen oder noch eine bessere Auflösung. Ich denke, jetzt momentan nehme ich ja, glaube ich, mit 1080p mit 60 FPS auf. Vielleicht gehe ich auch mal auf 1440, um halt, wie gesagt, bessere Qualität auch für euch bieten zu können. Und dann bin ich natürlich auch mal gespannt, was die nächste Zeit dann da auf meinen Kanal so kommen wird, ne? Ja, wir gehen jetzt nochmal da unten lang. Das mit dem Monster das letzte Mal war ja echt mega krass gewesen.
Vor allem, das kam so, ich meine, das kam ja auch komplett unerwartet, ne? Man läuft durch das Raumschiff und die letzten 3-4 Parts ist halt nichts wirklich Gruseliges passiert, außer dass wir halt diese Schreie gehört haben, die dann letzten Endes von uns waren. Und plötzlich kommt einfach von da hinten so ein Vieh langgekrochen, ne? Das war natürlich schon krass gewesen. Aber wie gesagt, ich denke, das gehört eher dazu gehört, weil wir da so viel Tabletten konsumiert haben, denke ich mal. Da war ja vorher auch alles so farbig und schwimmerig gewesen und ja. Ach, und wenn ich euch übrigens zu viel rede, dann sagt mir das in den Kommentaren, ne? Weil ich habe jetzt eben gerade das Gefühl, oder habe jetzt gerade momentan das Gefühl, dass ich nur noch am Quatschen bin. Energiestand 1,9%. So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Und da bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Weil ich will auch nicht dann stundenlang am Computer da irgendwelche Tastenkombinationen ausprobieren. Ich meine, davon habt ihr halt auch nichts. Deswegen gucke ich mal, ob auf der Art und Weise sich jetzt noch was verändert. Ah, wir hätten auch die Rettungskapseln rausholen können, dann wäre auch noch der letzte Strom weggegangen. Aber ist jetzt egal. Und wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn ich auf die Art und Weise das Spiel beenden könnte, weil ich habe halt echt, bis auf das eine kurze Video, noch niemanden gesehen, der das so gemacht hat. Das wäre natürlich cool, dann wäre das Spiel auch wirklich für mich abgeschlossen. Und ich will nicht einfach nur so schnell in die Rettungskapsel reinsteigen und abhauen. Das ist mir zu einfach, das will ich mir nicht so machen. 0,5%. Komm, jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch eine Runde. Tut mir leid, wenn es jetzt... Oh, wir haben es geschafft, oder? 0,3. Also, nochmal schauen. Die Türen gehen auch ganz langsam auf. Das war's. Kein Strom mehr. So, schauen wir mal nach. Yes, Leute! Die Tür ist entriegelt. Geil! Jetzt gehen wir nachgucken. Was zum Teufel? Habt ihr das gehört? Oh, Scheiße. Was ist das denn? Ist das wieder dieses Scheißvieh? Och nö. Welcher Raum ist das gewesen? Ja, wir kommen rein. Der ist im... Scheiße, der ist hin. Okay, dem sein Code ist 815. Super. Kann man hier... Geht nicht. Gibt's sonst noch irgendwas? Scheiße, die Musik gefällt mir gar nicht, Leute. Was ist das denn? Was zum Teufel? Fuck, wie kommen wir gegen das Ding an? Ey, ich hab grad richtig Gänsehaut bekommen. Haben wir irgendwas, wo ich dagegen ankommen könnte? Acht. Scheiße. Ich muss das irgendwie abhängen. Verpiss dich. Was? Aua! Kann ich was machen? Sag nicht, wir sind tot. Ja, und jetzt? 4 Minuten später. Ey, ich hab grad richtig Gänsehaut gekriegt. Von wo kam denn das Scheißvieh? Ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet. Komm schon. Die Musik ist immer noch da. Scheiße, warte, wo bin ich? Wo bin ich? Wo sind die Duschen? Hier. 815 war der Code. Das kommt immer noch. Nein. 815. Komm schon. Da, die Fernbedienung. Geil. Scheiße, ich hoffe, das findet uns nicht. Press to use Sitcom. Okay, jetzt gehen wir in die Hangarbucht. Ich glaube, jetzt geht's echt um die Zeit. Scheiße. Ich hoffe, das ist nicht hier oben.
Doch, das ist hier oben. Nein! Ich will es von der anderen Seite probieren. 815, die brauchen wir nicht mehr. Scheiße, dieses Mistvieh, von wo kommt denn das? Wieso? Scheiße, wir haben keine Taschenlampe mehr. Da liegt eine. Scheißegal, ich gehe da jetzt lang. Okay, warte, wo war das gewesen? Weil das habe ich ein bisschen gesehen, wie das funktioniert. Wir können hier aufmachen. Hier auch. Und jetzt? Ey, einfach auf die Musik achten. Jetzt können wir das Teil hier rausnehmen. Das ist ein leerer Sprengkopf. Ein leerer Reaktor. Leerer Kern. Jetzt brauchen wir einen neuen. Oh, wir haben nicht mehr viel Akku. Und der war hier hinten, glaube ich, irgendwo. Komm schon. Genau hier. Wieder wegpacken. Mal ducken. Der ist natürlich verstrahlt, das Scheißteil. Die Musik. Jetzt müssen wir da hoch. Wir können da nicht einfach einsteigen. Ja, komm. Das Ding können wir irgendwie fahren. Das ist zum Einsteigen. Aber wie? Ja, und wie soll ich das jetzt fahren? Komm schon. Oder, hä? Wartet mal. Nochmal das rausnehmen. Nee, das ging so nicht. Hier konnte man, glaube ich, noch was machen. Ja, ich weiß auch nicht, verdammt, wir haben auch nicht mehr viel Teil mit, Akku mit dem Ding. Was? Wir dürfen keinen Krach machen. Nochmal wegpacken. Wir müssen es in das Schiff irgendwie rein. Okay, wieder ruhig. Wir brauchen noch eine Lampe. Eine Lampe. Bitte ist er nicht hier gewesen. Das ist hier. Scheiße. Okay, dann. Wir müssen es im Dunkeln machen. Scheißegal. Ich habe halt keine Lampe mehr. Ja, wie soll ich denn mit dem Ding fahren? Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas drücken? Ah so! Okay, okay, ich hab's verstanden. Aber ich brauche trotzdem Licht. Ich sehe sonst nichts. Man muss gedrückt halten. Der Akku ist leer. Ja, und jetzt? Wir müssen doch irgendwie da rauf. Okay, wir können springen. Vielleicht können wir uns auch Kisten so zurecht machen, dass wir da hochkommen. Aber ich brauche eine Lampe. Ich sehe sonst nichts. Hier liegt eine. Okay, super. Also, da müssen wir hoch. Kisten. Fangen wir mal mit einer kleinen an. Komm mal raus hier. Okay, das könnte funktionieren. Weil ich habe jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wo ich das Ding aufladen kann. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, diesem kleinen Mistvieh wieder zu begegnen. Anscheinend müssen wir so ein bisschen Art wie Treppen machen. Ja, das wäre besser. Wie so Treppenstufen. Das heißt, vielleicht nehmen wir das hier noch. Das schieben wir mal hier hin.
So. Ach, komm schon. Könnte funktionieren. So, ein bisschen dahin schieben. Jetzt hier drauf. Hier drauf. Nee, Mann, das geht. Komm. Komm da raus. Scheiße. Die Musik schon wieder. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Ja, das ist nicht viel höher, wenn ich das so mache. Okay, nochmal. Da drauf. Da drauf. Komm schon. Mann! Ich sehe schon, das Ding kommt gleich von hinten. Und ich erschrecke und scheiß mir gleich in die Hose oder so. Nee, wir müssen das ein bisschen rausziehen. So. Warte, wir sind da nicht drauf. Komm, jetzt spring doch mal da drauf. Kannst du nicht springen, du dummes Kind, ey. So! Jetzt! Reinsetzen! Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe einfach gar nichts. Kann ich irgendwo was drücken? Ah, ich kann die Lampe rausholen. Okay. So. Einfach mal alle Knöpfe drücken. Die Luke irgendwo zumachen. Geht das auch? Leute! Und jetzt? Press, left control. Okay, damit geht's hoch und runter. Ja, müssen wir das Tor nicht irgendwo Autopilot off? Aber das Tor muss doch irgendwie noch aufgemacht werden, nicht? Oder geht das von alleine? Hier oben hat es noch Knöpfe. Was sind denn das für Knöpfe? Einfach mal drücken. Ja! Leute! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Jawohl! Und jetzt? Wo müssen wir überhaupt hin? Vielleicht zu den Planeten? Nochmal ein letzter Blick zur Selene. Oder Selene, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Einiges durchgemacht haben wir hier auf diesem Schiff. War eine schöne Zeit gewesen, aber ich bin nett. Traurig, keine Ahnung, ich bin froh, wenn wir hier weg sind. Vor allem am Ende jetzt dieses scheiß Mistvieh, was da auch noch war. Haben wir es geschafft? Müssen wir dahin? Es gibt ja nichts anderes sonst, oder? Wo wir hinfliegen könnten. Nee, wir müssen dahin. Glaube ich mal. Können wir den Pilot... Ah, wir haben Autopilot an. My name is Zach Patterson, geneticist on board the expedition vessel Selene. I've no idea where I am. Selene heißt das Schiff. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. I have no idea what would happen next. The Selene systems, they closed down for some reason. And as far as I can tell, I'm now drifting in uncharted space. Please, if you are receiving this, pray that I might find the light in this endless darkness. Leute, wir haben es geschafft. Ich wollte genau das schaffen und wir haben es geschafft. Sauber, sauber. Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende mitgeguckt habt. Und vielen Dank für das positive Feedback und den Halt im Rücken oder den Rückenhalt. Wie sagt man? Den Rückhalt. Den Rückhalt, den ihr mir gegeben habt. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wurde jetzt nochmal ein bisschen spannender am Ende. Und das meiste haben wir wirklich selber herausgefunden. Und wie gesagt, am Ende wusste ich halt wirklich nur ein bisschen, dass man da an den Steuerkonsolen was machen musste. Weil ich das dreiminütige Video gesehen habe von Far Out Ending, habe ich mal bei YouTube eingegeben. Und dann habe ich das gesehen. Ansonsten wüsste ich nicht mal, dass man das so machen müsste. Und wir wären dann tausendmal verreckt. Und ihr habt ja gesehen, auch diese Fernbedienung, die wir hatten, die hatte echt Minimum an Akku gehabt. Und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wo wir das jetzt hätten laden müssen. Und dieses scheiß Mistvieh ist einfach da rumgelaufen. Und das hätte uns einfach die ganze Zeit umgebracht. Und trotzdem, Leute, das Projekt ist fertig und wir haben es geschafft. Und ich bin mega, mega stolz irgendwie auch auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Und ja,
Vielen Dank nochmal, dass ihr bis am Ende dabei wart und vielen Dank für dieses positive Feedback, was ich von euch gekriegt habe. Und wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Spielvorschläge habt, die ihr habt. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, nochmal vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, euer Nia. Ciao!